Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Diese C-Movie schreibt: Hallo, kennst du dich mit Vitiligo aus? Ich würde mich über ein Video freuen, insbesondere neue natürliche Heilungsmöglichkeiten, Linderung, viel Erfolg. Ich habe mich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und möchte euch heute meine Tipps weitergeben. Als erstes habe ich ein Video für euch, wie ein Mädel von ihrer Vitiligo berichtet. Schaut euch das Video an, ich verlinke es euch in der Infobox. Dann findet ihr darunter einen Link mit konkreten Hausmitteltipps gegen Vitiligo. Und jetzt kommen wir zu den Tipps. Erstens, stellt eure Ernährung um auf eine vegane Ernährung. In dem Video, das ich euch verlinke, berichtet ein Mädel, wie die Flecken im Gesicht dadurch komplett zurückgegangen sind. Zweitens, die Papaya. Sie enthält Nährstoffe, die helfen, die Melanozyten zu reaktivieren, damit sie wieder das Pigment Melanin produzieren. Schneide ein Stück Papaya-Fruchtfleisch raus und reibe den Fleck mehrmals am Tag damit ein. Lasse den Saft auf der Haut trocknen. Für noch bessere Ergebnisse trinke den Papayasaft. Zweitens, Weizenkeimöl mit einem Wattebausch auf die betroffenen Stellen auftragen und für 5 Minuten in die Sonne gehen, wenn sie gerade scheint. Einwirken lassen, damit es in die tieferen Hautschichten gelangt und täglich wiederholen. Drittens, roter Lehm ist sehr gut gegen Vitiligo. Es enthält Kupfer und ist notwendig für die Aktivierung der Tyrosinase. Hat man zu wenig davon, wird die Umwandlung von Tyrosin in Melanin verhindert. Nicht pur auftragen, sondern mit Ingwersaft 1:1 vermischen. Ingwer fördert die Durchblutung, also 1:1 vermischen. Das heißt, ein Esslöffel roter Lehm mit einem Esslöffel Ingwersaft vermischen und auf die betroffene Hautstelle auftragen. 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Nächster Tipp, Stress vermeiden. Stress wirkt sich extrem auf Vitiligo aus und kann das Fleckenwachstum beschleunigen. Deshalb bei Stress auch Entspannungsphasen einlegen. Der nächste Tipp, Vitamin C. Vitamin C ist für die Haut ein ganz wichtiger Bestandteil, genauso für Bindegewebe und Knochen. Vitamin C ist der Baustein, um neues Gewebe entstehen zu lassen. Deshalb ganz wichtig, Vitamin C einnehmen. Sechstens, Vitamin D. Vitamin D schützt das Melanin in der Haut und steuert die Aktivierung, Ausbildung und Verteilung der Melanozyten. Zudem scheint die Wirkung des Vitamins als Antioxidant eine wichtige Rolle bei Vitiligo, da hier übermäßig Sauerstoffradikale in der Haut produziert werden. Vitamin D-Mangel könnte sogar ein Auslöser für Vitiligo sein. Es konnte gezeigt werden, dass Vitiligo mit niedrigem Vitamin D-Spiegel einhergeht. Und siebtens, nimm Vitamine, die auch für die Haut zuständig sind, sowie Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin C und Zink. Lass deine Blutwerte beim Doktor kontrollieren und nimm dann entsprechend die Vitamine ein. Als erstes schau dir das Video vom Mädchen an, wo die Flecken im Gesicht komplett zurückgegangen sind. Dann schau auf die Webseite mit den Hausmitteltipps und nimm auf jeden Fall Vitamin D3, Vitamin C und andere Hautvitamine ein. Schmiere täglich mit rotem Lehm und Ingwer, um das Melanin zu aktivieren, und Papaya. Stelle deine Ernährung um. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, zeig's mit einem Daumen hoch. Abonniere den Kanal, falls du keine weiteren Tipps verpassen möchtest. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Alles Gute. Ciao.